Thanks very much. Vielen herzlichen Dank. Guten Tag zusammen. Vielen Dank auch an alle Organisatoren. Es ist hier wirklich eine ganz besondere, spezielle Konferenz, die sich auf Krafttraining für Nachwuchsathleten konzentriert. Ich habe das große Glück, mit John Oliver täglich zusammenzuarbeiten, aber hier gemeinsam mit ihm eine Rede halten zu dürfen, auch mit Neil und David, ist für mich wirklich eine große Ehre. Also vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Bei dieser Sitzung möchte ich gerne ein generelles Update geben bezüglich der Arbeit, die wir seit der ersten Veröffentlichung des Modells von John und mir im Jahr 2012 geleistet haben. Es konzentriert sich auf die holistische Entwicklung von jungen Athleten. Ganz generell gesprochen kann man sagen, dass wir uns als Forschungsteam auf zwei Bereiche konzentrieren. Einmal auf den akademischen und den wissenschaftlichen Bereich und dann aber auch auf die Anwendung in unseren Trainingscentern. Das ist Teil unserer Universität in Cardiff. Es gibt sehr gute Trainingsmöglichkeiten für die jungen Sportler bei uns. Das ist das Sportzentrum. Dort sieht man die Glaswände, wo es eine zweistöckige Sporthalle gibt, wo wir nach der Schule dann trainieren. Das Konzept dieses Youth Physical Development Center ist, dass wir nach der Schule Sport und Training für junge Athleten anbieten. Das können Sportler aus anderen Schulen sein, aber auch aus Förderprogrammen. Und das fördert dann eben deren Training. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier zu sprechen, aber eigentlich sind wir ein ganzes Team. Ich und John sind die Wissenschaftler im Team, aber es gibt auch noch viele, junge Professoren, die daran mitarbeiten. Und wir haben auch eine enge Zusammenarbeit mit anderen Experten. Also es handelt sich eigentlich um eine wirklich große Teamleistung. Wieso sind wir daran interessiert? Wieso forschen wir in diesem Bereich? Warum konzentrieren wir uns auf Nachwuchsathleten? Eigentlich gibt es dafür zwei Gründe. Erstens die Leistungsverbesserung. Also wir wollen, dass die Kinder schneller, besser werden und auch stärker. Und das kann eigentlich ein ganz einfacher Prozess sein, wenn man das entsprechende Training anwendet. Außerdem gibt es aber auch einen Bereich, über den John später noch sprechen wird, und zwar die Reduzierung von Verletzungsgefahren. Sind wir in der Lage, das Risiko zu vermindern, mit dem solche Verletzungen auftreten? Das kann eigentlich eine sehr, sehr mächtige Anzugskraft haben. Wenn wir es schaffen, mit unserem Trainingsprogramm dafür zu sorgen, dass diese furchtbaren Verletzungen weniger häufig passieren, dann ist das ein sehr wertvoller Aspekt unseres Programms. Neil hat es bereits angedeutet, als er über die Wachstumsraten sprach. Wenn Kinder den Reifeprozess durchmachen, dann ist es eigentlich eine Achterbahn. Man entwickelt verschiedene Fitnessqualitäten, man wächst, es gibt immer wieder Hoch- und Tiefpunkte. Wir als Trainer, als praktische Anwender und als Wissenschaftler müssen sich dessen bewusst sein. Wir müssen das in die Analyse unserer Datensätze mit einbeziehen. Ich würde also gerne kurz auf das zurückkommen, was wir gerade gehört haben. Es gibt Forschung, die sich darauf konzentriert, zu vergleichen, was in der Kindheit passiert, was im Erwachsenenalter passiert. Diese schnellste Wachstumsphase wird dabei als Ausgangspunkt verwendet. Wir versuchen mit unserer Forschung, uns auf Kinder zu konzentrieren, die anders reagieren als eher ältere Sportler.
In den nächsten Jahren möchten wir diese Kinder bei ihrer Entwicklung begleiten. Hier sehen wir eine Entwicklung für Mädchen und Jungen. Und wir sehen, dass einige sich früher und andere später entwickeln. Wenn wir also ein Training aufstellen, einen Trainingsplan, dann müssen wir diesen Reifeprozess mit einbeziehen. Er spielt eine wichtige Rolle. Das ist wichtig für die Anpassungsfähigkeit der Kinder, wie sich die Kinder und ihre Körper verändern und auch, was man den Kindern an die Hand gibt. Warum ist es wichtig, diese Bereiche mit einzubeziehen? Wenn Sie selbst daran denken, als Sie zur Schule gegangen sind, dann war das wahrscheinlich die Taktik, die zumindest wir für das Rugby-Team an unserer Schule hatten. Man gab eigentlich immer dem Großen den Ball und dann, ja, dann sah man schon, was passierte. Das ist eigentlich ganz gut, weil das Team ja Erfolg hat. Sie gewinnen schließlich. Aber ist das wirklich, wie wir Nachwuchssportler entwickeln möchten? Ja, da sieht man es ganz gut. Das war aus der Zeit, als John noch ein Kind war. Ganz nett anzusehen. Wenn wir uns jetzt aber angucken, wo das Ganze herkommt. Wir versuchen, unser Verständnis von Wachstum, von Reifen, Prozessen und von Training zusammenzuführen. Es geht hier nicht nur um junge Athleten, sondern unser Modell, das wir veröffentlicht haben, konzentriert sich nicht nur auf die Nachwuchssportler. Was ist denn eigentlich ein Nachwuchssportler? Das ist ziemlich schwer zu definieren. Unser Programm, unser Ansatz bezieht sich also auf alle Kinder. Es kann ein schwer übergewichtiges Kind sein, ein Kind, das sehr, sehr viel trainiert in einem Bereich, in einem Sport. Das ist ganz egal. Es geht um alle Kinder und nicht nur um Nachwuchssportler. Nun, also, wie haben wir angefangen? Wir haben auf Ericssons Arbeit aufgebaut. 1993 gab es eine Studie, die sich mit dieser 10.000-Stunden-Regel beschäftigt hat, was eigentlich nicht sehr glaubwürdig war. Später gab es dazu noch eine weitere Veröffentlichung, ich glaube 20 Jahre später war das, wo gesagt wurde, dass es eine sehr starke Varianz in den Datensätzen gibt. Es war falsch zu glauben, dass man 10.000 Stunden konzentriert gearbeitet haben muss, um in einem Bereich sehr gut zu sein. Man könnte besser sagen 10.000 Stunden plus minus 10.000 Stunden. Diese Philosophie, dass man sehr, sehr viel trainieren muss, hat zu, wie ich sagen würde, sehr extremen wöchentlichen Trainingszeiten für Nachwuchssportler geführt. Deswegen waren diese Nachwuchssportler Burnout, Übertraining, Overreaching stärker ausgesetzt als andere. 1999 wurde von Vero und Kollegen ein weiteres Forschungspapier veröffentlicht, ein sehr bedeutendes Stück, das sich diese Trends genauer ansah. Man fragte, ob es Zeiten besserer Anpassung in der Kindheit oder im Erwachsenenalter gibt. Das kanadische Modell LTAD, das von anderen Kollegen veröffentlicht wurde, hat da verschiedene Studien zusammengeführt und versucht, das LTAD-Modell weiter fortzuführen. Man sah dort zum ersten Mal diese Fenster der Möglichkeiten, die wir bei Neil gerade schon gehört haben. Da mussten die Kinder genau die richtigen Trainingsstimuli bekommen, weil sie ansonsten nicht ihr wahres Potenzial würden ausschöpfen können. Es gab eine sehr geringe Beweislast für diesen Ansatz. Bei dem Versuch, Wachstum, Reife und Training zusammenzubringen, war das sicherlich interessant, aber ich glaube, dass wir mittlerweile weitergekommen sind und dass wir gezeigt haben, dass es diese Arten von Fenstern nicht gibt. So,
2011 haben wir dann im Journal Sports Sciences ein Forschungspapier veröffentlicht, das sich dieses Modell ganz genau angesehen hat. Wir haben gezeigt, dass es eine mangelnde Beweislast gab, um diese These zu unterstützen. John und ich waren der Meinung, dass wir nicht so lange, dass wir etwas nur dann kritisieren können, wenn wir einen besseren Ansatz finden. Und deswegen haben wir das Modell für Nachwuchsleistungssportler aufgestellt. Das sind grobe Richtlinien für Trainingspläne im Bereich des Sports für junge Menschen, die etwas evidenzbasierter waren. Die Frage ist jetzt, sind wir weitergekommen, was das Verständnis des Trainings angeht, das die bereits beschriebenen Ziele erfüllen könnte? So haben wir angefangen. Das Modell sah zunächst so aus. Das Ganze wurde von unterschiedlichen Regierungen oder auch professionellen Sportmannschaften aufgegriffen. Wir haben bei diesem Ansatz versucht, einen Überblick zu verschaffen, über was wertvolle Trainingsstimuli bei unterschiedlichen Entwicklungsstadien sein könnten. Man kann Kinder und junge Menschen in all diesen Bereichen trainieren. Man braucht sich nicht nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren, weil es ein eingeschränktes Fenster gibt. Wir haben gesehen, dass Kinder und junge Menschen in all diesen Bereichen sehr gut sein können, ganz unabhängig davon, in welchem Entwicklungsstadium sie sich gerade befinden. Die Bewegungsfähigkeiten und auch die sportspezifischen Fähigkeiten sind hier von Bedeutung. Wenn man also versucht, einen 7-Jährigen auszusuchen, der irgendwann mal Weltmeister wird und ihn dann entsprechend zu trainieren, dann muss man ihm auch bestimmte Fähigkeiten beibringen. Hier sehen wir Kraft. Das ist bei der heutigen Konferenz sicherlich ein besonderes Thema. Kraft ist ein wichtiger Teil der Fitness in jedem Entwicklungsstadium. Wir sollten uns natürlich noch nicht auf Kraftentwicklung bei 2-Jährigen konzentrieren, aber die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, durch körperliches Training die Kraft und Koordinierung bereits früh zu fördern? Wenn wir uns die Entwicklung von Nachwuchssportlern ansehen, dann sollen sie in der Lage sein, den Anforderungen ihres Sports gewachsen zu sein. Das können wir ihnen aber beim Training nicht genauso bieten, wie sie es im Wettbewerb wiederfinden. Aber sie sollen darauf vorbereitet werden. Wir sehen hier neurale und strukturelle Veränderungen, die mit einbezogen wurden. Neil hat über dieses Thema bereits gesprochen, deswegen muss ich hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir haben gesagt, dass die Körpergröße nicht unbedingt der wichtigste Faktor ist. Bei der sportlichen Entwicklung gehen wir davon aus, dass die Ausdauer als solche noch eher von selbst trainiert wird und wir uns deswegen auf andere Qualitäten konzentrieren. Wenn man dieses Modell zusammenfassen möchte, lässt sich sagen, dass wir feststellen konnten, dass alle Bereiche trainierbar sind. Es musste früh begonnen werden, also bereits in jungem Alter. Und ganz egal, wo man sich befindet, es wird immer zuerst gefragt, wie alt ist man, bevor man beispielsweise in der Sporthalle Gewichte heben darf. Die Antwort, die wir darauf am meisten bekommen haben, war 16 Jahre. Ganz egal, wo man hingeht, ist 16 die magische Zahl. Und dann plötzlich die Nacht vor dem 16. Geburtstag darf man zu keinem einzigen Fitnessstudio gehen und dann plötzlich kommt eine magische Fee, eine Nacht ist vorbei und man darf.
Frühe Interventionen sind für uns bedeutend. Wenn wir im Alter von 16 mit Kraft und Konditionierung beginnen, dann sind wir wahrscheinlich um die 10 Jahre zu spät. Wir müssen einfach früher damit beginnen. Wir sprechen jetzt über einige Bereiche, die wir seit der Veröffentlichung im Jahr 2012 weiter bearbeitet haben. Die Fähigkeiten sind für mich ein sehr komplizierter Bereich, wenn es um die Definition und um die Terminologie geht. Man hat vielleicht schon von körperlicher Fitness gehört, von sportspezifischen Fähigkeiten. Und deswegen würde ich gerne das Ganze noch ein bisschen komplizierter machen, und zwar die athletischen motorischen Fähigkeiten. Es geht also darum, wo befinden wir uns gerade, was steht in der Literatur. Wenn wir uns die Entwicklungstrends ansehen und auch den Stand der Forschung auf der ganzen Welt, dann haben wir gesehen, dass sich das eigentlich verschlechtert hat, und zwar die Fitness, weil wenn man früh beginnt, gibt es eine sehr hohe Neuroplastizität bei Kindern. Und das ist wichtig für die Bewegung. Das habe ich vor einigen Tagen gesehen, und das war jetzt gerade passend, zeitlich gesehen. Das ist ein Paper einer amerikanischen Forschungsgruppe. Da geht es um ein Entwicklungsmodell für die Arten von Fähigkeiten, die man entwickeln möchte. Also zunächst mal reflexive und rudimentäre Bewegungen. Und einige dieser Entwicklung ist ja doch sehr natürlich. Aber von einem jungen Alter an müssen Kinder die Gelegenheit haben, dass sie aktiv sind und dass sie diese Art von Fähigkeiten auch wirklich üben können. Und es ist wirklich diese Fertigkeitsbarriere. Das heißt, wenn man diese motorischen Fähigkeiten am Beginn des Lebens nicht entwickelt, dann besteht die Gefahr, dass dieses Kind auch später begrenzte oder reduzierte Fähigkeiten hat und vielleicht auch einfach sich an körperlicher Betätigung nicht mehr weiter beteiligen wird. Das heißt, es ist also sehr wichtig, dass man hier früh eingreift. Und wir sehen das als eine Grundlage. Das ist das Konzept, worüber ich gesprochen habe, über diese motorischen Fähigkeiten. Das haben wir vor ein paar Jahren entwickelt, und wir möchten das weiterentwickeln hin zu grundlegenden motorischen Fähigkeiten, Stabilisierung, Lokomotion und Manipulation. Das ist also klassische Elemente der FMS-Literatur. Und wir möchten wirklich alle diese Kompetenzen und Fähigkeiten hier entwickeln. Also zu Hause in Großbritannien sehen wir in den Akademien oft, dass die Sportler in dieses Programm reinkommen und sie können bestimmte Bewegungen nicht machen, die sie in dem Stadium auch nicht machen sollten. Das heißt, die ersten zwei Monate oder zwei Jahre ihrer Ausbildung in den Sportakademien damit verbringen, dass das korrigiert wird, was sie eigentlich in den frühen Kindheitsjahren hätten lehren sollen. Also das ist jetzt hier nicht Spitzenforschung, sondern das ist sehr grundlegend hier, ein grundlegender Teil der Theorie, aber wir möchten wirklich sicherstellen, dass sie springen, landen, Zwischensprung machen können, dass sie den Oberkörper und Unterkörper entsprechend bewegen können. Grundkenntnisse. Ja, danke schön. Aber zwei Dinge müssen wir sicherstellen. Wir müssen die Qualität dieser Bewegungen verbessern und die technische Kompetenz bei der Ausübung dieser Bewegungen. Und wir müssen auch die Funktion verbessern. Das heißt, die Fähigkeit, Kraft zu entwickeln und Kraft zu absorbieren bei diesen Bewegungen. Also ein bisschen globaler, ein bisschen weiterer Blick auf diese motorischen Grundfähigkeiten. Aber das sehen wir wirklich als Schlüsselelement für die langfristige Entwicklung von Sportlern. Das sind einige Daten, die wir hier erhoben haben. Leute sagen manchmal, wie lang braucht das eigentlich? Also hier, das ist ein Cricket-Projekt. Das hat in seinem Cricket-Club stattgefunden. Und nach 4 Wochen Training sehen wir einige beträchtliche Verbesserungen bei der Kompetenz, bei dem Backsquat, Kniebeugen mit den Händen am Rücken. Und wir versuchen also hier Evidenz zu finden, dass Kinder wirklich formbar sind in Bezug auf ihre neuromuskuläre Entwicklung.
durch Training. Also das Geheimnis hier ist das folgende. Wir möchten die Gelegenheit nicht verpassen. Denn wenn wir diese Gelegenheit verpassen, wenn wir diese frühen Jahre nicht nutzen, dann verpassen wir wahrscheinlich die Fähigkeit, später diese Art der physischen Anpassung zu machen. So ähnlich wie bei der Spracherwerb. Mein Sohn ist an einer bilingualen Schule, er lernt also, Englisch lernt er ja schon, aber er lernt auch Walisisch. Und das ist natürlich nützlich, wenn man in Wales wohnt, aber er kann zwischen diesen beiden Sprachen jetzt ganz einfach wechseln und er saugt diese Sprachen wie ein Schwamm aus. Und das ist, dieses Konzept wenden wir auch auf die Entwicklung der Bewegungsfähigkeiten an, motorischen Fähigkeiten. Das ist mein Sohn, als er 18 Monate alt war. Und Sie können hier sehen, er hat hier wirklich hat hier schon so ein paar Schwellen hier und macht hier schon Krafttraining und entwickelt hier schon Kraft durch dieses Krafttraining. Und das Thema Krafttraining bei Kindern wird jetzt wirklich sehr viel behandelt und es gibt in den letzten 10 bis 15 Jahren wesentlich große Zahl von Artikeln und Veröffentlichungen dazu. Wir haben hier ein nationales Konsensuserklärung hierzu veröffentlicht und das wurde unterstützt von einer ganzen Reihe von internationalen Verbänden. Eins war der amerikanische Verband der Kinderärzte, die waren vorher eher zurückhaltend in Bezug auf dieses Thema, aber sie unterstützen uns jetzt im Zusammenhang mit Krafttraining für Kinder. Und noch weitere, dieses IOC war beteiligt und auch in Bezug auf Empfehlungen, die sicherstellen sollen, dass Kinder Zugang zu Aktivitäten haben, die den Knochen stärken und die Muskeln stärken und dass sie das mehrmals die Woche machen sollten. Das ist wird sehr unterstützt auch von den Leitern der Weltgesundheitsbehörde. Und zum Thema der langfristigen Sportlerentwicklung, da sehen wir, wir betonen wirklich, dass es hier um eine sportliche Entwicklung geht und nicht um eine Sportlehrentwicklung. Und wir wollen die Entwicklung von starken, kräftigen Sportlern, das war ein wichtiger Bereich. Wir haben Zeit mit diesem Thema verbracht und dabei hatten wir uns gerne gewünscht, dass das nicht mehr so kontrovers wäre, denn es gibt eindeutige Beweise. Wir stellen fest, dass Krafttraining sicher ist, wenn es richtig trainiert wird und dass es wirklich eine effektive Maßnahme ist. Und es gibt eine Reihe weiterer Papers hier, jetzt wo wir uns wegbewegen von diesem Konzept der Fenster der Gelegenheit, Windows of Opportunity, da haben wir dieses Konzept der synergistischen Anpassung entwickelt. Da geht es um Training, Stimuli mit der natürlichen Anpassung im Körper der jungen Leute. Also hier gibt es einige Fitness-Elemente, also inferentielle Statistik, die in Auswirkung verschiedener Trainingsmodi beweisen, das sind Jungen im Schulalter, plyometrische Ausbildung, Krafttraining, Kraftraumtraining, standardmäßig und so weiter, Wiederholungstraining, wir haben auch kombiniertes Training hier aufgeführt, kombinierte Trainingsprogramme, das ist eine Kombinierung aus Plyometrie und Krafttraining. Und diese Daten zeigen, dass für Squat Jump Height und 50 Meter Sprint, dass da dieses plyometrische Training sich besonders auswirkt auf Jungs vor dem Wachstumsschub. Und wenn wir uns dieses Wesen, dieses Trainingsstimulus anschauen von Plyometrie, das ist sehr neuronal angetrieben, es geht gegen Steifheit und so weiter. Und das passt zu der natürlichen Entwicklung des Kindes zu der Zeit. Das ist also praktisch perfekt angepasst an perfektes Trainingsmodus für das, was sowieso
nur natürlich im Körper der Jungen passiert. Hier haben wir eine Untersuchung der individuellen Reaktion, Response der Kinder auf dieses Training. Und da sind wir oft, wenn wir praktisch geblendet von der Gruppenreaktion, Gruppenwirkung auf etwas. Und wichtig ist es aber auch, sich die Wirkung solcher Maßnahmen auf Einzelpersonen anzuschauen. Hier sehen Sie die Änderungen in Bezug auf die Beschleunigung, also vor dem Wachstumsschub. Also Plyometrie wäre sicherlich lohnend. Da gibt es eine große Anzahl von Kindern, die darauf reagieren. Und dann noch der Daten aus der Zeit nach dem Wachstumsschub. Und dieser Kraftstimulus passt wahrscheinlich dann besser zu den strukturellen Änderungen im Körper der Jungs nach dem Wachstumsschub. Interessant ist aber auch, dass wenn man sich anschaut, was passiert, wenn dieses Training kombiniert wird, diese beiden Krafttraining und pyliometrisches Training, dann sind die Auswirkungen besonders stark. Und das pyliometrisches Training ist sehr wichtig und das hat verursacht eine ganze Reihe von Trainingsstimuli. Das muss mit einberechnet werden. Wenn wir uns Kraftentwicklung anschauen, ja, es gibt Meta-Analysen, die sich die Unterschiede zwischen Kraftentwicklung bei Kindern und Jugendlichen anschauen. Und es gibt eine Reihe von Unterschieden hier. Zum Beispiel einige Papiere berichten über widersprüchliche Beweise. Ja, generell kann man sagen, dass die absolute Auswirkung bei Jugendlichen größer ist. Aber wenn wir dann diese Kräfteänderungen normalisieren, dann sehen wir sogar noch eine größere Anpassung in der Kindheit. Also vom bei Krafttraining reagieren die Kinder besser in Bezug auf die Entwicklung ihrer motorischen Fähigkeiten. Wenn wir die Literatur über Krafttraining uns anschauen und versuchen herauszufinden, was mechanisch diese Wandel verursacht, dann kommen wir schnell zu irgendwelchen neurologischen Studien, kinetische Variablen, die eine Rolle spielen und so weiter. Dann haben wir auch angefangen, untersucht, welche strukturellen Änderungen stattfinden mit Hilfe von Ultraschall, und wir haben hier, waren hier wirklich überrascht, wenn wir uns die Leistungsaufbauentwicklung anschauen, dann sehen wir, dass es wirkliche Änderungen gibt in Bezug auf Muskeldicke, und wir finden auch Querschnittsdaten und auch Längsschnittsdaten für Evidenz von diesen Daten, dann ist das sehr schwierig, hier Evidenz zu finden. Unsere frühere Arbeit oder viele der früheren Arbeiten waren Querschnittsarbeiten. Wir haben auch versucht, uns Längsschnittsarbeiten anzuschauen, und das passiert die Frage ist, passiert überhaupt etwas strukturell gesehen? Vielleicht bekommt man nicht diese großen Vergrößerungen bei der Muskelgröße, aber vielleicht passiert was anderes. Und wenn wir uns die verfügbare Literatur anschauen, da werden Kinder mit Erwachsenen verglichen vielleicht bekommen wir diesen nicht großen Anstieg bei der fettfreien Körpermasse, aber vielleicht im anderen Bereich. John Lackner hat dieses Projekt durchgeführt, und hier geht es um Muskeldicke, und wir sehen, dass über bestimmte Reifegraden gerade hindurch, das ist, entspricht der bestehenden Literatur um Muskeldicke oder der Fiederungswinkel der Muskeln. Und das Ganze ist sehr muskelgrößenspezifisch. Also ob es jetzt Beweise dafür gibt, ob das mehr vorherrscht, wenn man so Training macht, wenn die Kinder jünger sind oder wenn sie älter sind. Wenn wir uns die Dosierung anschauen, dann denke ich mal, ist es sehr interessant, Neil zuzuhören, was er sagte zu der Intensität beim Training von Kindern. Und er hat ja klar gesagt, dass
dass es Bedenken gibt und Begrenzen und Grenzen gibt in Bezug auf die Ausdauerentwicklung, Kraftentwicklung und Kinder kräftiger zu machen, wurde bisher sehr gehindert. Da gab es immer Widerstand gegen eine höhere Intensität des Trainings. Das ist ein Paper, was ich hier zitiert habe. Das, denke ich, ist ein sehr wichtiges Paper hier für diese Begriffe. Wenn wir uns die Entwicklung der Kraft ansehen bei langfristigeren Maßnahmen, dann ist das sehr sinnvoll. Je länger diese Maßnahmen dauern, umso mehr gibt es zu gewinnen. Sitzungen und Wiederholungen, ja, ist auch wichtig, aber das ist das Entscheidende, dass dann sehen wir größere Änderungen, wenn wir die Intensität vergrößern, dann bekommen wir die stärkeren Kinder. Das ist nicht weiter verwunderlich, das passiert ja eigentlich überall. Aber wegen dieser Angst und dieser, denke ich mal, fälschlichen Angst in Bezug auf die Sicherheit des Krafttrainings, diese Befürchtungen und Sorgen, dass man hier die Entwicklung und die Wachstumsrate der Kinder gefährdet. Und es gibt in der Literatur natürlich auch Fälle, wo Skelettbrüche vorkommen. Es gibt ein paar Fälle in der Literatur und etwas es gibt immer etwas, was wie ein roter Faden durchläuft, nämlich dass das Kind entweder unkontrolliert trainierte oder nicht ausreichend vorbereitet war auf diese Trainingssitzung. Und das entspricht eigentlich den Ergebnissen, die man mit jeder Bevölkerungsgruppe hätte. Wenn wir Krafttrainingsstimulus geben, wenn das gut überwacht ist von einem guten Trainer, dann führt das nicht zu Schäden, sondern dieser Stimulus führt zum Knochenwachstum. Und das Knochengewebe wächst und Knochendichte nimmt zu. Und da gibt es Beweise in der Entwicklungsliteratur dazu und auch von Studien und so weiter. Also im Grunde sollten wir Kinder dem Krafttraining aussetzen, damit sie später weniger oft verletzt sind, weil nämlich das Knochenwachstum befördert wird. Und die Leute, die sich diese Analyse hier anschauen, die damit zu tun hatten, die springen immer hier drauf. Die schauen sich diese Zahlen an. Aber das ist wirklich wichtig, entscheidend. Das ist, denke ich, der zusammenfassende Satz von allem. Ja, sagtest, denn wir möchten, dass die Kinder mit höherer Intensität trainieren, aber die technischen Kenntnisse und die technischen Kompetenzen müssen auch anwesend sein, müssen vorhanden sein. Das heißt, man nimmt nicht einfach nur Kinder blind in den Kraftraum und gibt ihnen dort ein sehr intensives Krafttraining. Das wäre ziemlich armselig. Vorausgesetzt, die Kinder haben die entsprechende technische Kompetenz, dann ist das nützlich. Und die Leute fragen mich, wie viel Belastung sollten ich diese Kinder aussetzen? Was wäre angemessen? Meine Antwort ist in der Regel, es hängt davon ab, wie kompetent die Kinder sind. Wenn sie zeigen, dass sie sich gut bewegen können, dann kann man die Belastung erhöhen. Wenn die Technik dann zusammenbricht, dann nimmt man die Belastung runter. Das bringt mich jetzt zur Maximalkraft, zur Beurteilung der Maximalkraft. Wenn wir davon sprechen, die Kraft zu testen, dann ist das ziemlich kontrovers, ein ziemlicher Streitpunkt. Wie weiß man, wie stark ein Kind ist? Wie soll man das messen? Man kann so ein bisschen so eine Ersatzmessung durchführen, also vertikaler Sprung, Weitsprung und so weiter. Das ist ein bisschen ein Ersatz für die Stärketestung. Und dann haben wir unser RAP-MAX-Protokoll. Das heißt, die Kinder müssen irgendwas 10-mal machen und wir schreiben dann auf, wann sie da es nicht mehr schaffen, diese Repetitionsprotokolle. Da gibt es das Problem, dass es so oft zu Verletzungen kommt. Und dann, wenn die Kinder nämlich ermüden und
dann im Laufe von 10 Wiederholungen wird das Kind immer müder, wenn sie das immer weiter wiederholen, und zum Schluss nimmt das Verletzungsrisiko ziemlich zu, je müder die Kinder werden. Bei einer einmaligen Wiederholung, dann wird es ziemlich schwierig, wenn man die Kinder von der Straße reinholt und sagt, jetzt mach das mal einmal. Also das, glaube ich, würde ein Praktiker nie machen. Das Ergebnis ist also, dass wir hier einen isometrischen Hüftaufschwung hier getestet haben. Das heißt, dieses Kind ist 6, das Mädchen ist 6 Jahre alt, und das ist ein Protokoll von 5 Sekunden. Wir gucken uns die Kraft an, mit der sie diese Hantel stemmt, und um zu schätzen, wie die maximal die Spitzenkraft war. Das ist ein ziemlich asymmetrische Übung. Es gibt aber Evidenz aus dem Bereich der Erwachsenen, dass die Spitzenkraft, die Maximalkraft ziemlich korreliert mit der Maximalkraft. Und so, wir haben diese Doktorandin schaut sich dieses hier an, dieses Projekt, und Mädchen vor dem Wachstumsschub sind weniger zuverlässig in Bezug auf die Forschungsergebnisse als Mädchen nach dem Wachstumsschub. Das hatten wir auch so erwartet, weil ihre Bewegungsmuster noch nicht so ausgeprägt sind. Aber der typische Fehler bei diesem Test ist eigentlich ziemlich klein, sodass wir ziemlich zuversichtlich sind, dass wir das auch wirklich widerspiegeln können, was in der Natur passiert und was durch Training bewirkt werden kann. Das heißt, wir sind zuversichtlich, dass wir uns, dass das eine Möglichkeit ist, herauszufinden, wie kräftig ein Kind ist, und das Kind dann entsprechend trainieren. Das ist praktisch hier trete ich praktisch einem unserer nächsten Redner auf die Füße, aber wirkliche Kraft, da gibt es immer die Frage, wie das bei den beurteilt werden soll bei Kindern, diesen Wingate-Test in der Art, oder wie interessant an dieser Studie ist, wenn wir uns die Auswirkungen des Krafttrainings bei Sprung anschauen, dann sehen das ist vielleicht die beste Möglichkeit, hier vorzugehen. Hier bei diesem Papier zeigte sich, dass Stärke wirklich als Grundlage für Leistung angesehen werden sollte. Und eine Anekdote hier: in der Forschung haben wir gesehen, dass es Verbesserungen gibt beim Hochsprung von Kindern. Wir wussten nicht, wie wir das klassifizieren sollten. Plyometrisch Methoden kann man anwenden, aber indem man ihre Kraft vergrößert, sehen wir eben auch die Verbesserung der Leistung. Das ist also ziemlich effektiv, und was eben auch interessant ist, ist, dass wir uns so langfristige Maßnahmen jetzt anschauen, also das Zusammenspiel von Kraft und Leistung und wie das miteinander zusammenhängt, das untersuchen wir jetzt. Geschwindigkeitsentwicklung. Das ist Rob Meyers, er ist ein früherer Doktorand bei uns, und er hat sich einige Querschnittsdaten angeschaut und hat auch diese Kinder in weiteren Jahren verfolgt, also Kinder vor dem Wachstumsschub und auch Kinder, die vor dem Wachstumsschub dann nach dem Wachstumsschub sich weiterentwickelten. Und hier auf dieser Tabelle sehen wir, dass die Schnellkraft sich vergrößerte die Sprintgeschwindigkeit sich vergrößerte, und die Maximalkraft erklärt, wo diese Änderungen bei der Geschwindigkeit herkommen. Und unser Training-Stimulus, also wenn man begrenzte Zeit hat, vielleicht hat man nur 1 oder 2 Sporteinheiten mit dem Sportler pro Woche von 40 Minuten. Und wenn wir diese Zeit
sinnvoll nutzen, dann können wir schon Verbesserungen bewirken, den plyometrische Maßnahmen, Krafttraining und so weiter. Damit können wir schon diese strukturellen Variablen beeinflussen und die Leistung verbessern. Und ich glaube, wir hoffen, dass wir bald feststellen können, welche natürlichen Faktoren es sind, die das besonders begünstigen, bevor man Training durchführt. Und das ist hier wurden unterschiedliche Trainingsanpassungsmaßnahmen untersucht und hier sehen wir eine synergistische Adaption. Kinder vor dem Wachstumsschub haben den größten Änderung bei je älter die Kinder sind, umso wichtiger wird dieses kombinierte Training. Und John war auch maßgeblich für einige Forschungsergebnisse und Daten, die vor kurzem veröffentlicht wurden zu bestimmten Trainingsarten, also Krafttraining, Geschwindigkeitstraining und so weiter. Aber einige seiner Arbeit mit einem Doktoranden zeigt, dass bei der Verbesserung von Beschleunigung so ein Training mit großem Widerstand nützlich ist, genauso wie bei Erwachsenen. Also das unterschiedliche Ausmaß der Forschung, und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es wirklich sehr interessant sein, zu sehen, wie sich diese unterschiedlichen Trainingsmodi auswirken. Und hier noch weitere Forscher, da geht es um synergistische Anpassung. Das ist Sprint Training. Da gibt es nur sehr wenig Daten zu Kindern hierzu, und die spezifische Form von Sprint-Training ist also diese Schnellkraft, und hier sehen Sie diese Maximalkraft, aber mitten im Wachstumsschub bei den Kindern, da sehen wir eine reduzierte Wirksamkeit. Die Neurostimuli wegen der natürlichen Entwicklung der Kinder sind dort sehr stark ausgeprägt, und die Kinder vor dem Wachstumsschub sind empfänglicher für diese Art von Schnellkrafttraining. Das ist eine gewisse Art der Zusammenfassung. Wir sehen hier, dass wir hier mäßige oder kleine Änderungen in der Zeit vor dem Wachstumsschub sehen. Um diesen Wachstumsschub herum, der gelbe Block, das ist ein interessanter Bereich. Da wachsen die Kinder ja vielleicht sehr schnell. Und sie haben ja auch noch diese Zeit der jugendlichen Unbeholfenheit, diese Phase, wo die Koordinierungsfähigkeiten der Kinder nicht so gut funktionieren aufgrund dieses Körperwachstums. Also hier muss man sehr vorsichtig vorgehen. Vielleicht brauchen wir noch so ein paar Beobachtungsinstrumente, um zum Beispiel das Größenwachstum zu beobachten und das alles dann zusammenzuführen. Und nach dem Wachstumsschub sehen Sie wahrscheinlich größere Zunahmen, aber weiter unten sehen wir, dass es einen wirklich großen neuronalen Aspekt gibt bei den Kindern. Kombinierte Trainingsmethoden werden später effektiver und wichtiger. Es gibt eine Reihe von Fitnesskomponenten, die ich bisher noch nicht genannt habe, die ich jetzt aber kurz nennen möchte. Eins ist Agilität. Das habe ich bisher noch nicht so sehr erwähnt. Es gibt nämlich noch nicht so sehr viel Evidenz dazu. Und Agilität ist auch ein Minenfeld, um es mal so zu sagen. Es ist so multidimensional. Es gibt perzeptive, kognitive Aspekte bei der Agilität, auch diesen Richtungswechselfähigkeit, physische Fähigkeiten. Und das macht es da alles sehr viel schwieriger, sich Agilität anzuschauen. Und das ist ein Dokument, ein Paper, was jetzt gerade kurz vorher veröffentlicht worden ist und zeigt, dass Training und Reaktion auf Plyometrie wirklich zu großen Änderungen führt, unabhängig vom Reifegrad.
aber es gibt vielleicht weniger Änderung nach dem Wachstumsschub, also insbesondere bei den Richtungswechseltests. Da geht es wahrscheinlich weniger um perzeptive Elemente, als vielmehr darum, Kraft zu absorbieren. Und das hat wahrscheinlich was zu tun mit den strukturellen Änderungen, die im Körper des Jugendlichen vorgehen. Dann noch Mobilitätsmerkmale in unserem Modell. Und oft denken wir, dass Mobilität was mit Flexibilität zu tun hat, mit der Flexibilität der Gelenke zum Beispiel. Aber Coordination und Kraft sind auch wichtig. Und ich habe hier so ein kleines Schema hier aufgeführt in Bezug auf die Anforderungen bestimmter Sportarten. Es hat keinen Zweck, dass Kinder, die sehr mobil sind, sehr flexibel sind, wenn sie nicht auch gleichzeitig kräftig und stark sind. Und andere Kinder, die sehr mobil sind, aber wenig stark und wenig flexibel, man braucht also alles eigentlich. Also Flexibilität und so weiter, das ist Teil der Aufwärmphase. Je nach Anforderung des Sports muss man immer gucken, was wäre das optimale Maß an Mobilität für die jeweilige Aktivität. Und es gibt noch nicht sehr viel Literatur zu diesem Thema und damit müssen wir uns noch in Zukunft befassen. Ich möchte auch Neil hier nicht auf die Füße treten, wenn wir uns jetzt mit der Ausdauer beschäftigen. Mit der anaeroben Training und auch der Effizienz von Kindern, ihrem Sauerstoff, ihrem Stoffwechsel, Laktataufnahme und andere Bereiche, was dazu führt, dass sie mehr Ausdauer haben und sich auch besser erholen können in den Phasen der Erholung. Das wurde von Craig Harrison im Sports Medicine veröffentlicht. Das geht mit dem Entwicklungsmodell von Jean Conté einher. Das gibt hier ein bisschen Richtlinien, je nachdem, mit welchem Sportler man zusammenarbeitet und abhängig von der Entwicklungsphase. Ganz unabhängig davon, ob man mit jüngeren oder älteren Sportlern zusammenarbeitet, ist die Intensität ein bedeutender Faktor. Man muss versuchen, die Kinder nicht unbedingt bis zu 90% Wiederholungsmaximum treiben, um die Ausdauer zu erzeugen. Das Konzept, das wir uns jetzt vorgenommen haben, besteht aus der Frage, wohin gehen wir als nächstes? Wohin bewegen wir uns? Wir versuchen sicherlich auch, stringenter zu werden im Bereich unserer ausgewählten Felder und wollen, dass einige Schlüsselaspekte mit einbezogen werden. Wir möchten längere Interventionen ermöglichen. Viele unserer Interventionen sind zwischen 6, 12 oder 18 Wochen. Wir müssen allerdings längere Perioden ansehen. Es gab einige Forschungen, eine von keiner, die über 2 Jahre ausgeführt wurden und zu deutlichen Veränderungen geführt hat. Das Niveau der Detailergebnisse, die wir dann bei diesen Forschungen bekommen, ist ein wichtiger Faktor. Wir wollen wissen, wie die Wirkung auf Kinder auf lange Sicht wirklich ist. Auch der Reifegrad ist ein wichtiger Aspekt. Wir wollen uns angucken, wie der Reifegrad klassifiziert wird, auch wie das in die Forschung mit eingebunden sind und welche Trainingsintensität benutzt wird. Wenn wir das also im Hinterkopf behalten, es gibt jetzt weitere Daten, die unser Modell unterstützen, aber es kommen auch immer wieder Rückfragen von Trainern und ich würde gerne jetzt ein bisschen zusammenfassen. Einige Fragen sind aus dem Bereich der Forschung, andere aber auch aus eigener Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Nachwuchssportlern. Zunächst also, wenn wir uns das Modell noch einmal ansehen, was ist, wenn das Kind nicht im Alter von 2 oder 3 Jahren anfängt? Kann man das Modell dann immer noch benutzen? Unsere Antwort auf diese Frage
ist, dass wir nicht nur auf Wachstum und Reifegrad schauen sollten. Es sollte auch ein Trainingsprogramm vor dem Wachstumsschub geben. Es gibt eine ganze Branche, die sich damit beschäftigen, und wir müssen uns mit den Kindern beschäftigen, mit denen wir arbeiten. Wachstum und Reifegrad sind sicherlich ein wichtiger Aspekt, der auch unsere Entscheidungen beeinflusst, aber eigentlich sind es die Trainer, die letztendlich die Entscheidungen treffen. Wie sieht es mit der Ausdauer bei Sportlern aus? Wir haben von Anfang an gesagt, dass unser Modell ganz individuell angewendet werden sollte. Es muss an die Umgebung, an die Zahl der Sportler angepasst sein. Es muss einfach passen. Aber selbst beim Ausdauertraining würde ich sagen, dass wenn man Kraft- und Konditionierungstraining anwendet, dann sollte man gucken, wo man am meisten rausbekommt. Indem man mehr Ausdauertraining macht oder indem man sie eigentlich stärker macht für das eigentliche Ausdauertraining. Das sind Fragen, die man sich stellen muss. Es muss auch realistisch angewendet werden. Viele Leute haben gesagt, das Modell sieht klasse aus. Aber ich trainiere jede Woche 120 Kinder. Wie soll ich das machen? Wir versuchen jetzt, uns damit zu beschäftigen. Diese Folie ist sehr, sehr wichtig. Mein Sohn und ich haben gerade ein Buch, dieses Buch nämlich, daraus ist diese Grafik, zusammen zu Ende zu gelesen. Und da geht es auch, da geht es jetzt hier um das Wachstum und den Reifegrad. Die Kompetenz ist eigentlich die wichtigste Komponente. Man kann einen 16-Jährigen nach dem Wachstumsschub haben, der sich ganz furchtbar bewegt. Man kann also nicht einfach das 16-Jährigen-Programm anwenden, sondern wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Was also die Zutaten angeht, sind Wachstum und Reifegrad sicherlich sehr bedeutend. Aber eigentlich müssen wir mit dem trainieren, was wir haben. Das ist also unsere zweite Version für das Entwicklungsmodell. Es basiert auf unseren Erfahrungen und darauf, was wir für Änderungen für notwendig gehalten haben. Es gab einige Änderungen, die hier eingearbeitet wurden. Das Wichtigste können Sie also zusammengefasst sehen. Bei dem ersten Mal haben wir eigentlich gedacht, dass der Bereich Kompetenz sowieso klar ist. Aber jetzt haben wir das ins Modell aufgenommen. Wenn es ein Kind gibt, das den Nachwachstumsschub hinter sich hat, dann ist immer noch wichtig, wie kompetent sie eigentlich sind. Wenn sie bereits sehr kompetent, noch nicht sehr kompetent sind, dann sollten sie erstmal an der Kraft beispielsweise arbeiten. Wir haben auch die grundlegenden motorischen Fähigkeiten ebenfalls mit eingebaut. Denn die sportspezifischen Fähigkeiten sollten eigentlich sehr viel später beim sportspezifischen Training auch erst stattfinden. Viele der anderen Qualitäten allerdings sind gleich geblieben. Seit 2012 ist viel Forschung veröffentlicht worden, die unseren ursprünglichen Ansatz unterstützt hat. Bei diesen langfristigeren Trainingsplänen sehen wir, dass also der Ansatz eigentlich gut gewesen ist. Das war gerade für die Jungs, das hier jetzt ist der Plan für die Mädchen. Tut mir leid, dass wir hier dieses stereotypische Blau und Pink angewendet haben, aber so konnten wir relativ gut die Änderungen deutlich machen. Man sieht auch, was sich bei den Zeiten ändert. Alle Trainingsfokusse sind immer noch die gleichen. Ich komme noch einmal auf Nils Kommentar zurück, auf die Trainingsfähigkeit von Mädchen und Jungen, denn sie sind nun einmal sehr gleich. Sie reagieren gut auf Training. Mädchen
sehen nicht unbedingt die gleichen neuromuskulären Wachstumsschübe wie auch Jungen das sehen, wenn sie ihre Pubertät erleben. Das bedeutet nicht, dass Mädchen weniger Stärke oder weniger Leistung bringen, sondern dieses Training ist umso wichtiger für die Mädchen. Wie können wir das Ganze also anwenden? Wir haben hier ein Beispiel eines jungen, unerfahrenen Kindes mit wenig Kompetenz. Dann können wir unseren Jahresplan anwenden. Der ist auf dieses individuelle Kind angepasst. Es gibt hier also wenig Kompetenz, noch relativ unerfahren. Das heißt, Bewegung und Stärke und Kraft sollten hier hervorgehoben werden. Hier oben sehen wir die Trainingsphasen. Wir möchten, dass man sich viel mehr auf die generelle Vorbereitungsphase konzentriert, als sich dann direkt an die komplizierteren Trainingsteile zu machen. Hier sehen wir jetzt einen erfahrenen, jungen Sportler mit sehr hoher Kompetenz. Hier kann man bereits ganz anders anfangen als bei dem Kind. Man sollte trotzdem zunächst erstmal generelles Training anwenden. Das ist hier ein deutlicher Unterschied zwischen langsamem Kochen oder ganz schneller Methode. Wir lassen hier das Kind langfristig immer wieder diesen Übungen ausgesetzt sein. Das führte dann zu verschiedenen Trainingsübungen. Das Training sollte stärker und bewegungsintensiver sein. Turnen beispielsweise ist eine gute Übung für Kinder. Hier sehen wir Beispiele von Fähigkeiten, die trainiert werden können. Man kann sich an die Ringe hängen, das ist übrigens meine Tochter. Sie kann sich gerade noch festhalten und da muss sie dann aufgefangen werden. Wenn meine Frau diese Videos sieht, dann findet sie das immer ganz schrecklich, weil sie nervös wird, wenn sie das sehen muss. Aber man sieht eigentlich, wie viel Spaß das Kind hier hat. Das ist eine spaßige Aktivität für Kinder und kann gleichzeitig ihre Kraft erhöhen. Und das Ganze können wir dann weiterführen. Hier sehen wir Silvia, eine unserer Doktorandinnen, die hier mit jungen Turnerinnen arbeitet. Die sind 6 Jahre alt. Und das sind die Übungen, die sie immer wieder wiederholen. Man sieht sich das an und denkt wahrscheinlich, nun, das sollte man wahrscheinlich öfter machen, auch in der Schule, Wände hochklettern oder andere Aktivitäten. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. So haben wir kreativ unsere eigenen Empfehlungen umgesetzt. Die Kraft kann erhöht werden. Aber es muss nicht unbedingt Krafttraining gemacht werden. Es sind keine Hanteln notwendig. Hier sehen wir jetzt erste Übungen zu einem Handstand. Das Kind ist vielleicht 10, 11 oder 12 und die schaffen ungefähr 16 Wiederholungen. Das ist eine enorme relative Kraft, die hier angewendet wird. Im Laufe der Zeit und mit mehr Erfahrung können wir dann Übungen machen, die wir auch in Fitnessstudios eher sehen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Übung und dieser Übungsaufbau macht es gar nicht notwendig, dass man in einem gut ausgestatteten Fitnessstudio ist. Hier sehen wir eine Sportlerin, die jetzt seit 6 oder 7 Jahren bei uns trainiert. Sie macht Squats und Kreuzhebeübungen und trainiert mit den Hanteln. Die Frage ist also, wie stark können wir unsere Sportler machen? Sie schafft es mittlerweile, ihr doppeltes Körpergewicht zu heben. Und innerhalb von 2 Jahren schaffen wir es, die Sportler so stark zu machen. Sie ist wirklich sehr, sehr sportlich. Das ist natürlich auch hilfreich. Aber das war jetzt das Ergebnis von 6 oder 7 Jahren Training und nicht 4 Wochen. Also da sieht es schon ganz anders aus. Hier jetzt noch eine letzte Folie zu dem Thema, wie wir mit Interessenvertretern zusammenarbeiten, auch mit den Trainern. Es kommen immer wieder Leute zu unseren Vorträgen, die sagen, ja, klingt alles schön, aber wie machen wir das überhaupt? Und wenn es dann um die technische Kompetenz geht,
kann das Kind denn eigentlich diese Art von Übung anfangen? Kann es diese Squat-Übung ausführen? Kann es diese Position einnehmen? Dann haben wir diese Fragen. Kann es die Position halten? Kann es sich in die Position alleine bewegen und wieder raus bewegen? Und der Ausgangspunkt ist immer, wenn eine bestimmte Frage mit Nein beantwortet werden muss, dann ist die Frage, können wir Unterstützung leisten? Denn das, was wir sehen, hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Wir versuchen immer, die Kinder hin zur richtigen Position zu bewegen. Auf dieser Basis haben wir einige Veröffentlichungen durchgeführt, wobei wir versuchen, die Trainer zu motivieren. Denn üblicherweise gibt es 10 bis 15 Minuten Aufwärmtraining, bei denen man bereits deutliche Verbesserungen schaffen kann. Man sollte also versuchen, die motorischen Fähigkeiten schon sehr früh zu fördern, ohne Gewicht und mit der Unterstützung der Trainer. Meine letzte Folie zeigt, wie wichtig es ist, dass diejenigen, die diese Sitzung durchführen, auch pädagogisch kompetent sind. Das Kind hier vorne, das ist nicht wirklich dabei, würde ich sagen. Man kann das beste Trainingsprogramm, man kann alles über Wachstum und Reifegrade wissen und sehr, sehr gut geschult sein. Aber wenn man das Ganze den Kindern nicht nahe bringen kann und das ganz unabhängig von ihrem Alter, von ihrem Geschlecht und ähnlichem, dann kann man auch kein erfolgreiches Programm durchführen. Das ist also im Grunde der Kleber, der alles zusammenhält. Ganz zum Schluss, bevor ich meine Vorstellung hier beende, möchte ich sagen, wir müssen stark sein, wir müssen Fähigkeiten beibringen, wir müssen früh anfangen, aber vor allen Dingen müssen wir sicherstellen, dass die Kinder Spaß haben. Wenn wir diese drei Aspekte zusammenführen, dann sind wir auf dem richtigen Weg zu hoffentlich langfristigem Sportlerentwicklung beizutragen. Vielen Dank. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank für dieses Update zum Bereich Kompetenz. Gibt es jetzt Fragen? Es ist Zeit für einen Kaffee. Sie haben über diese Unterstützung gesprochen, damit Kinder ihre Positionen halten können. Es geht auch um interne und externe Unterstützung. Was sagen Sie dazu? John ist der Verantwortliche für diesen Bereich der Unterstützung und auch bei Niederhochsprüngen. Aber ich glaube, dass die Literatur sich da eigentlich einig ist, dass Unterstützung notwendig ist. Wenn der entsprechende Sportler eher erwachsen ist, dann ist es wichtig, wie wir mit demjenigen kommunizieren. Bei Kraft und Konditionierung gibt es sehr viele Beweise für diesen Bereich. Anderes aber auch stammt aus dem Bereich motorische Fähigkeiten. Externe Unterstützung ist sicherlich effektiver. Von Anfang an muss es aber eine gewisse Kompetenz geben, damit, aber ich weiß nicht, wie weit man dabei extern gehen würde. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ich bin ganz hier hinten. Ich habe eher eine logistische Frage. Als Sie das Video gezeigt haben von der jungen Frau, die ihr eigenes Körpergewicht heben kann, haben Sie gesagt, dass das Ganze 6 Jahre gedauert hat. Sie konnte sogar ihr doppeltes Körpergewicht heben.
Da haben natürlich die entsprechenden Trainer ihre Forschungsergebnisse, ihre Erfahrung gehabt. Wie viele Kraft- und Konditionierungstrainer gab es denn dafür? Wie viel haben Sie? Wir haben 4 bis 5 Trainer, die üblicherweise für ein ganzes Team verantwortlich sind. Dann gibt es auch noch ein Praktikantenprogramm, bei dem auch Studenten teilnehmen können. Letztes Jahr hatten wir 6 Praktikanten, die mit diesen Teammitgliedern zusammengearbeitet haben. Ich glaube, dass maximal 25 Kinder in der Halle sind. Ich denke, das ist ungefähr so das Maximum. Und dann gibt es immer mindestens 2 Vollzeitangestellte und oft noch 2 weitere. 2 Praktikanten. Ich weiß nicht genau, ob ich Ihnen das hier zeigen kann. Hier sieht man ganz gut unsere Einrichtung. Ganz am Anfang des Programms sind die Kinder viel oben in diesem oberen Bereich. Das ist ein sehr offener Bereich, da kann man die Bänke auch wegnehmen. Und dort werden dann Übungen ohne Gewicht gemacht. Es geht um Kompetenz, es geht um die richtige Ausführung. Im Laufe der Zeit und je kompetenter sie werden, verbringen sie auch mehr Zeit im unteren Bereich. Hier haben wir 14 Plattformen. Das heißt, meistens ist ein erfahrener Mitarbeiter hier vorn und einer weiter hinten und dann auch noch die Praktikanten. So machen wir das normalerweise. Die Trainer, die aktuell bei uns arbeiten, leisten sehr, sehr gute Arbeit in der Ausbildung der Sportler. Sie werden sehr kompetent, nicht nur was ihre eigene Leistung angeht, sondern sie wissen auch, wie sie sich effektiv aufwärmen, wie sie anderen Sportlern helfen können, wie sie neueren auch helfen können. Das ist direkt neben unserer Einrichtung. Einmal im Vierteljahr führen wir dann auch Tests durch. Die Kinder und Jugendlichen wechseln also oft den Ort und sehen, wo das ganze Programm eigentlich stattfindet. Die viel dort mit den Kindern trainieren, sind unsere Doktoranden, das heißt ihre praktische Arbeit ist auch Teil ihrer Forschungsarbeit. Sie haben gesagt, wie man Tests platzieren kann. Ist es wichtig zu sehen, wie schnell ein Kind diese Gewichte heben kann? Ja, ich habe da gezeigt, was die Maximalkraft und die absolute und die relative Maximalkraft waren. Und wir haben uns auch die Entwicklung der Kraft im Vergleich zur Zeit angesehen. Es ging also auch um Schnelligkeit. Wenn wir diese Rate der Schnellkraftentwicklung ansehen, dann ist auch wichtig, wie es mit den Koeffizienten aussieht, weil einige davon wirklich durch die Decke gegangen sind. Es gibt also eine sehr starke Varianz bei diesen Analysen. Wenn wir versuchen, die Trainingsadaptation oder den Wandel im Training zu untersuchen, dann wollen wir auch sicher sein, dass wir wissen, welche Fehler bei den Messungen geschehen können. Es gibt sicherlich noch andere Messungen, die wir uns ansehen könnten. Ja, eine weitere Frage. Das ist dann die letzte Frage, bitte.
Ich würde gerne wissen, was Sie über die grundlegenden Bewegungsfähigkeiten als Konzept sagen. Es geht ja hier eigentlich um eine Beschreibung, was diese sind. Bei dem amerikanischen Forschungspapier wurden diese grundlegenden Bewegungsfähigkeiten mit Basisbewegungsfähigkeiten ersetzt. Sie haben das Ganze jetzt im Kontext von Elitesport angesehen. Das wiederum führt dann zu einer Lücke bei der Bewegungskontinuität. Die größte Kritik bei FMS ist ja, dass es sich immer nur auf den Bereich Sport konzentriert. Welche Bewegungsfähigkeiten sollten also bereits vorher beigebracht werden? Sollte das nicht auch Teil des Modells sein? Sollte das Ganze spielerisch beigebracht werden? Sollte das Ganze eher ja, so gemacht sein? Also es gibt dort zwei Aspekte. Erstens, diese Kompetenzen sind für uns grundlegend für alle Bewegungen, die Kinder in ihrem Sport werden ausführen müssen. Wir versuchen also, das ist etwas, was wir bei dem Update ändern wollten, die Referenz zu den sportlichen Fähigkeiten nicht so groß zu haben. Das kann die Grundlage für die sportlichen Fähigkeiten sein. Wir wollen also, dass sie viele verschiedene Bewegungen ausführen können, um dann Fähigkeiten zu entwickeln, die sie später brauchen werden, um sich gut körperlich bewegen zu können und in ihrem Sport erfolgreich zu sein. Kinder, die bei uns das Programm mitmachen, machen Aufwärmübungen, bei denen man nicht unbedingt sehen kann, welche Sportart das Kind eigentlich ausübt. Die Fähigkeitenentwicklung und die verschiedenen Fähigkeiten, die Kinder brauchen, sind eigentlich sehr ähnlich. Da gibt es eine große Überlappung. Wir variieren die Aufwärmübungen, aber allerdings. Man konzentriert sich auf unterschiedliche Fähigkeiten oder auch auf Hindernisläufe, weil das für uns die Möglichkeit ist, eine Art spielerische Übung mit den Kindern zu machen. Bei dieser Art von Aufwärmen müssen wir allerdings auch eine gewisse Vorbereitung mit einbeziehen. Man sagt nicht einfach, los geht's, sei kreativ, mach was du willst, sondern es gibt einen gewissen Raum für ein spezifisches Training, ein Beibringen von Fähigkeiten, was wir anzielen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Teil unserer weiteren Arbeit.